Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir mal schauen, was wir gegen den Buchsbaumzünsler bzw. gegen dessen Raupen tun können. Denn das, was ihr hier seht, das waren bis vor ein paar Wochen noch wunderschöne, dicht belaubte, grüne, augenscheinlich gesunde Buchsbäume. Und dann kam dieser Nachtfalter. So ein Buchsbaumzünsler, der sieht ja eigentlich recht niedlich aus. Also er ist so weißlich und hat so braune Ränder an den Flügeln. Ist eigentlich ein ganz hübscher. Aber er gilt als einer der gefährlichsten Schädlinge überhaupt für Buchsbäume. Denn er legt Eier ab, des Nachts, heimlich, wenn es keiner mitbekommt, legt er Eier an die Unterseite der Blätter. Und aus diesen Eiern entwickeln sich unzählige Raupen. Diese Raupen, so Pi mal Daumen, 5 cm lang ungefähr, grün mit schwarzen Punkten, die leben zunächst als Larven in den Gespinsten. Das sieht man hier auch überall, diese weißen Gespinste. Und später entwickeln sich dann halt so richtig großen Raupen, die unglaublich viel Hunger haben. Also diese Raupen sind gefräßig ohne Ende. Und die Buchsbäume, die ja eigentlich so robust sind und so widerstandsfähig, die ja, haben dann keine Chance gegen diese Invasion von Raupen, die sich immer wieder aufs Neue, also vom Frühjahr bis in den Sommer hinein, immer wieder aufs Neue, immer mehr entwickeln. Und ja, dann so ein Schadbild verursachen, dass dann die Buchsbäumchen im schlimmsten Fall sogar zum Sterben verurteilt sind, weil sie sich dann gar nicht mehr wehren können. So, guckt euch das an, das gesamte Schadbild, was die kleinen Raupen da verursacht haben. Hier sehr schön zu sehen, eine von diesen Raupen, die da noch krampfhaft versucht, noch irgendetwas zu finden, was noch essbar ist. Hier überall, überall sitzen diese Raupen des Buchsbaumzünslers. Und das Gemeine an der Sache ist auch, dass man zunächst diesen Befall eigentlich gar nicht bemerkt. Der äußert sich so, naja, und die Blätter werden so ein bisschen gelblicher. Und wenn man jetzt nicht richtig kontrolliert, ob da irgendwo Gespinste sind oder ob man da Eier sieht oder so, dann bekommt man das tatsächlich gar nicht mit, weil diese Raupen von unten anfangen. Die sind zunächst unten und bis man dann tatsächlich feststellt, was da passiert ist, was für ein Kahlfraß entstanden ist, dann ist es teilweise leider auch schon zu spät. Und diese Buchsbäume, die haben ja eigentlich auch gar keine Chance, weil wenn man sieht, das war hier ein großer, plüschiger, richtig plüschiger Buchsbaum und der ist innerhalb von ein paar Tagen leer gefressen worden. Und ja, also selbst Menschen wie ich, die sich unglaublich freuen über die Diversität der Natur, die, wozu auch natürlich Raupen gehören, selbst solche Menschen wie ich sagen, okay, da muss man einschreiten. Und dieses Einschreiten, das kann man, natürlich gibt es auch chemische Pflanzenschutzmittel, also Gift, das steht ja nicht zur Diskussion. Aber es stehen einem auch Hausmittel zur Verfügung. Hausmittel, die wir einsetzen können, um gegen diese Buchsbaumzünsler-Raupen vorzugehen. Wobei ich sagen muss, also bitte nicht einfach so einsammeln, einfach anfassen, weil diese Raupen auch giftig sind. Die Raupen, die fressen ja nun diese Pflanzenteile hier auf, wie ihr seht, und nehmen dann auch das Gift der Buchsbäumchen auf. Und demzufolge sind sie giftig und sie können natürlich auch Hautreizungen bei Menschen verursachen. Deswegen, also wenn ihr irgendwie auf die Idee kommt, oh Gott, ich sammle mal hier so eine Raupe, dann bitte wirklich, wirklich mit Handschuhen. Im Idealfall habt ihr genügend Gartenvögel, die als Fressfeinde gelten von diesen Raupen, habt ihr da, die sich drum kümmern. So sagt man, also ich habe hunderte von Gartenvögeln und die interessieren sich überhaupt gar nicht für die Raupen. Also das ist so eine Sache. Es ist ein Tipp, der gegeben wird, lockt Vögel an, aber Theorie und Praxis klaffen da ein wenig auseinander. Was wir aber machen, auf jeden Fall machen können, das ist, dass wir mit einem harten Hochdruckreiniger, also mit diesem harten Strahl, diese Buchsbäumchen abspritzen. Wir können, wenn die Buchsbäume so frei irgendwo rumstehen, können wir gleich unter sie eine kleine Plane legen, worauf nach dem Abspritzen die Raupen ja fallen. Dann können wir die Plane einsammeln, zusammenschnüren und im Hausmüll entsorgen. Also bitte auch wirklich im Hausmüll. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, eine Plane drunter zu legen, weil halt da viel zu viele andere Gewächse in der direkten Umgebung sind, dann abspritzen und die Raupen wirklich manuell einsammeln.
mit Handschuhen, in eine Plastiktüte tun, Plastiktüte zu und dann auch in Hausmüll. Also wirklich bitte in Hausmüll und nicht beim Nachbarn in den Garten werfen oder irgendwo, wo sie auch wieder Schäden anrichten. Wirklich entsorgen. Das geht leider nicht anders. Alternativ können wir an sehr warmen Tagen oder warmen, trockenen Tagen können wir schwarze Müllsäcke über die Buchsbäume ziehen. Also richtig diese schönen schwarzen, dicken Müllsäcke einfach rüber, hier unten möglichst noch zusammenbinden, wenn wir die Möglichkeit haben. Und da entwickeln sich derart heiße Temperaturen, dass die Buchsbaumzünsterraupen einfach absterben. Also sie sterben und nach 12 Stunden, kann auch 24 Stunden, länger sollte man es nicht, weil sonst auch die kompletten Buchsbäume irgendwie dann auch absterben, weil es denen zu warm ist. Dann die Müllbeutel entfernen und das gegebenenfalls dieses Prozedere noch einmal wiederholen, weil die Eier, die sich ja auch überall hier befinden, die Eier auch nicht zwangsläufig auch absterben. Das ist leider so. Alternativ können wir auch eine Lösung herstellen aus Essig, Öl und Wasser. Und hierzu mischen wir einfach jeweils diese drei Komponenten zu einem Drittel. Ich muss dazu sagen, Essig in Gärten, das mag nicht jeder gerne, gerade weil ja auch die Bodenorganismen darunter leiden, wenn der Essig in den Boden gerät. Deswegen ist dieses Hausmittel mit Vorsicht anzuwenden, aber es ist auch wirksam. Also ein Drittel Essig, ein Drittel Öl, ein Drittel Wasser mit ein ganz bisschen Spüli. Also einen kleinen Tropfen Spülmittel mit da rein und dann die Pflanzen einsprühen, bis sie wirklich tropfnass sind. So richtig tropfnass sind und dieses Prozedere so über 14 Tage lang alle 2 bis 3 Tage wiederholen. Ein sehr gutes Mittel gegen und auch wirklich absolut natürlich und unschädlich für die ganze Umwelt, das ist Schmierseife. Hierzu mischen wir einfach in etwas warmes Wasser, also nicht etwas, sondern in einem Liter warmen Wasser, ungefähr 30 Gramm Schmierseife. Also diese wirklich biologisch abbaubare Bio-Schmierseife mischen wir da rein und damit besprühen wir auch die Bäumchen und auch dieses Prozedere ist für ein einziges Mal nicht ausreichend. Auch das wird wiederholt. Und idealerweise machen wir das auch immer im Abstand von 2 Tagen, über einen Zeitraum wirklich von 14 Tagen. Und da könnte man sicher sein, dass dann wirklich sämtliche Raupen, Larven, Eier und was weiß ich, was da noch alles abgelegt worden ist von diesem Buchsbaumzünsler, dass da wirklich dann alles auch abgestorben ist. Man kann auch noch ein kleines bisschen Backpulver mit in diese Mischung lösen. Also wirklich nicht viel, wirklich nur so ein kleines bisschen. Oder ein bisschen frische Milch. Das sind auch Komponente, die noch zusätzliche Wirkung entfalten, die wirklich ein wunderbares und sehr, sehr, sehr wirksames Hausmittel gegen diese Buchsbaumzünsler abgeben. Bei kleinem Befall kann man auch erstmal sukzessive die einzelnen Triebe abschneiden und gucken, reicht es, wenn ich den einen Trieb abschneide oder sehe ich dann nach ein paar Tagen, dass vielleicht der Nachbartrieb auch noch befallen ist, dann schneide ich den auch noch ab. Das ist immer so eine Maßnahme, die man grundsätzlich sehr, sehr gut anwenden kann. Und auch hier bei so einem starken Befall empfiehlt sich tatsächlich ein Rückschnitt. Denn man kann ja diese Hausmittel auch gleichzeitig anwenden oder mehrere auf einmal. Also erstmal schneiden wir und danach besprühen wir das dann halt mit unserer Schmierseifelösung. Wobei man natürlich auch bei den Buchsbäumchen aufpassen muss. Also mehr als 2 Drittel sollte man definitiv nicht abschneiden. Denn obwohl diese Buchsbäume halt so unglaublich robust sind, mögen das natürlich auch gar nicht, wenn sie irgendwie halt dann komplett irgendwie runtergeschnitten werden. Im schlimmsten Fall erholen sie sich nicht. Das Schnittgut bitte nicht auf den Kompost oder auf den Wertstoffhof oder so bringen, sondern wirklich auch in eine Plastiktüte zu und im normalen Hausmüll. Das sollte auf keinen Fall wieder in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden, weil es immer sein kann, dass da Eier oder Larven überleben, die dann wieder halt anderen Menschen, die dann hinterher dieses Schnittgut in Form von Kompost oder Ähnlichem bekommen, die denen dann wieder schaden. Also das bitte wirklich im Hausmüll. Manch ein Hobbygärtner möchte gar nicht in diese Situation geraten, das ist eigentlich keiner, aber manch einer bestreut seine Buchsbäume mit Algenkalk. Das hat irgendwann mal irgendeiner rausgefunden, ach Gott, wenn ich die Buchsbäume mit Algenkalk bestreue, dann legt der Buchsbaumzünsler dort seine Eier nicht ab. Es gibt dafür tatsächlich keinen wissenschaftlichen Beleg. Also es hat noch niemand gesagt, jawohl, das ist klar, Algenkalk wirkt so und so und deswegen kommen die da nicht hin. Aber es gibt tatsächlich gute Ergebnisse, deswegen versuchen kann man es immer, aber es müsste halt dann wirklich schon im Frühjahr geschehen, noch bevor die Eiablage erfolgt, und ansonsten macht das ja alles keinen Sinn. Aber trotzdem müssen wir natürlich jetzt in irgendeiner Art und Weise versuchen, diese Buchsbäumchen hier zu retten. So, geschnitten sind sie jetzt.
wie ihr seht. Und jetzt werden sie ganz, 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 ganz dolle mit dieser Schmierseife-Lösung eingesprüht. Wobei ich muss dazu sagen, sucht euch nicht so einen windigen Tag aus, wie es bei mir heute der Fall ist, weil zum einen ist es nicht schön, wenn einem getrockneter Raupenkot ins Gesicht fliegt, während man hier schneidet. Und zum anderen ist natürlich auch beim Einsprühen nicht so besonders toll. Aber es ist halt leider momentan wirklich mit dem Wetter, entweder regnet es oder es ist windig oder beides. Also da muss man leider manchmal halt in sauren Apfel beißen. Aber wie gesagt, wenn irgendwie möglich, an einem windstillen, trockenen Tag das machen. Oh, da ist eine Gammaeule runtergefallen. Eine Gammaeule, auch ein Schädling. Aber na gut, die ist jetzt nicht das Thema. Und wirklich die Pflanzenteile gründlich einsprühen. Wie gesagt, alle 2 Tage wiederholen und weiter beobachten. Beobachten, wenn ihr irgendwas Auffälliges seht, weiter abschneiden. Und bitte auch ganz wichtig, auch andere Buchsbäumchen, wenn ihr noch andere an anderen Stellen irgendwelche Buchsbäume habt, die bitte auch kontrollieren. Dann ist ja durchaus möglich, wenn die Falter hier unterwegs sind, die Buchsbaumzünsler, dass die nicht nur an einer Stelle Halt machen, sondern auch an anderen Plätzen. Also bitte auch regelmäßig gucken, was machen die anderen Buchsbäumchen, sind die auch in Gefahr. Und ja, hoffen wir mal, dass es hier irgendwie klappt, dass die Bäumchen gerettet werden können. Und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, dass ihr es liked, meinen Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder vorbeischaut.